Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das ganz frisch erschienene Early Access Spiel Citadel Forge with Fire. Ein sehr interessanter Titel, den ich schon lange auf dem Schirm habe. Und ja, heute ist er veröffentlicht worden, am 26. Juli 2017. Nach 8 Uhr ganz knapp war das jetzt. Und ich freue mich. Ich freue mich richtig und ich habe tatsächlich noch nicht eine Sekunde gespielt. Und das ist also wirklich blind spielen. Also ich habe noch keine Ahnung, was uns hier so erwartet. Gut, in der Option habe ich alles auf hoch. Ich guck mal, ob das auch übernommen wurde mit dem Sound. Denn ich habe es gerade einmal angemacht bis hierhin, weiter noch nicht. Und er hat es auch gespeichert. Perfekt. Okay, dann gehen wir mal auf Join Game. Das Ganze steht auf Epic Grafik mit einer 980 GTX. Hoffe ich, dass das läuft. So, wenn wir mal lesen, während wir den Server suchen, ist das Ganze ein... ein Massive Online Sandbox RPG, das finde ich ziemlich geil. Also ich habe schon lange kein vernünftiges RPG mehr gespielt. Mit Magie und Zaubern und Bauen und Erforschen und Crafting. Ah Gott, ist das laut. Bitte warten. Ich glaube, wir müssen doch noch ein bisschen leiser machen. So. Also es gibt sehr viel zu entdecken, sehr viel zu machen. Und das Ganze ist so eine Mischung aus Harry Potter und Herr der Ringe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich gehe nochmal auf Join Game. Dann suchen wir uns einen realistischen Server mit einem vernünftigen Ping aus. Das funktioniert doch super. Okay. Ja, das ist der erste Tag. Da sind natürlich solche Spiele oft halt ein bisschen buggy am Laufen oder funktionieren so, wie sie sollen. Ne? Das will ich jetzt nicht übervollen. Der sieht super aus, ne? Middlewood. Ein offizieller Server, sehr schön. Ihr habt gesehen, G-Portal ist mit im Boot, die haben sich da irgendwie eingekauft. Sehr schön für die. Aber ich werde mir keinen Server holen, nein. Oh, das war Join. Ja, das ist die Testzone, dafür mache ich sie. Damit man mal sieht, wie es so am ersten Tag läuft. Ne? Also die nächsten Tage werden 100% schöner und einfacher. Und wenn ich das von den Screenshots her sehe, die laufen gerade auf dem rechten Monitor, dann sieht das fantastisch aus. Das sieht fantastisch aus. Ich kann es kaum erwarten, eine Runde zu zocken. Aber ich will einen vernünftigen Ping haben, verflucht. Na komm, kann man den nicht greifen? Doch, kann man. So, hier sind Leere. Ich will keine Leeren. Also Server mieten ist schon drin. Nuke the Boss. Okay, nehmen wir den hier nochmal. Ne, das ist Raven Tusk. Auch wieder ein offizieller. Ich drücke auf Join. Und lande schon wieder. Im Anfangsbildschirm. Wir können auch ein Custom Game machen, aber ich würde gerne auf einen Server gehen, ehrlich gesagt. Es könnte sein, weil ich Steam deaktiviert habe, dass das nicht geht. Dass er mich nicht verifiziert. Das ist natürlich eine Option. Das ist ein Durcheinander. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch einen Charakter erstellen und so weiter und so fort. Nee, afrikanischen muss ich sagen. Amerikanischen nämlich nicht. Doppelklick geht auch nicht. Join. Okay, die ganz typischen Startschwierigkeiten, ich lasse jetzt im Video mit drin, dann habt ihr sie gesehen, dass es dann trotzdem funktioniert. Ne? Also das Spiel sieht super interessant aus, ne? Also super viel Fantasie mit drin und das interessiert mich so massiv, denn wie gesagt, ich habe schon lange kein ordentliches RPG mehr gezockt in dem Stil. Also ich habe gerade schon beim Hirnschutz-Zock so ein bisschen reingeguckt. Der hat mit dem Zauberstab da rumgespielt und sowas. Die haben auch schon gebaut. Man kann craften, man kann Allianzen bilden oder in Allianzen zustoßen. Also es ist super umfangreich. Und ich habe einen Mauszeiger. Weg damit. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Nicht nur ihr. Okay. Die ersten Spielsekunden von mir sind es jetzt einfach. Das ist das, was ich jetzt so empfinde und das, was ich jetzt so erfahre in den ersten Minuten des Spiels, läuft es doch nicht rund. Aber wir sind ja Early Access Profis und wissen, dass das alles in Ordnung geht. Ab und an ist es halt einfach so. Da ist der Mauszeiger wieder. Okay. Tooltips. Achso, jetzt kommt der Ladebildschirm erst. Ach du Jemini. Und have the endurance to craft health or mana portion. Mini plants, flowers and berries can't be consumed to replenish small amount of health or mana.
in a pinch. Ja, also kleine Pflanzen kann man sammeln dafür, dass wir Mana und Lebensenergie wieder. Das ist ganz klassisch, aber richtig geil. Also wenn das so aussieht wie auf den Screenshots, dann habe ich mich gerade in ein neues Spiel verliebt. Und ignoriere natürlich die Early Access Anfangsprobleme. Das sollte man allgemein tun. Außer in Survival-Spiele, wo wieder mal keinen Inhalt gibt und sowas, ne? Die wir ja auch so gerne mal testen hier und da. Aber hier sehe ich einfach von vornherein schon allein durch die Screenshots Potenzial. Aber kann auch sein, dass wir massiv enttäuscht werden. Wir haben auch schon Spiele gespielt, die uns enttäuschen dann auf längere Basis. Aber bei denen habe ich ein einfach verdammt gutes Gefühl. So. Okay. Create your character. Es ist natürlich immer so eine Sache, ne? Wie sehen die Mädels aus? Okay, nicht viel besser. War da gerade. Nein. Okay, ich will natürlich ein Typ sein. Nee. Also der passt ganz gut, den finde ich in Ordnung. Hat denn einer ordentlich Geheimratsengen? So wie ich. Also nicht viele Frisuren, nö. Oh, komm, der sieht doch mega nach. Aber das sind so Zauberer, ne? Grau. Boah, krass. Ich will ganz hell sein. Die Haare. Schwarz. Die Nägel. Die sehe ich doch gar nicht. Doch, guck mal da. Da ist der Daumen. Ich habe doch keinen Nagellack. Das soll Hautfarbe haben. Und die Augen grün. Nein, rot. Rot sind cool. Enter your name. Mal gucken. Also ich glaube nicht, dass sich schon einer so doof genannt hat. 3, 2, 1 Spiele. Ja. Und Zahlen sind erlaubt. Manchmal sind Zahlen nicht erlaubt. Dann darf man das nicht 3, 2, 1 vorher nennen. Choice the spawn location. Ich habe doch keine Ahnung, was hier besser ist. Boah, das sieht ja schon aus wie eine gigantische Map. Ich nehme einfach mal die ganz linke. Eigentlich hätte ich die goldene Mitte nehmen sollen. Ich hoffe, das passt vom Sound her. Oh, wir glühen. Hilfe! Und der Monster ist immer noch da. Ich weiß nicht, ob das Ganze auch sogar tatsächlich im VR geht. Ich glaube aber nicht. So, da sind wir. Wir befinden uns in Citadel Forge with Fire. Endlich. Endlich kann ich spielen. Und um uns herum überall Lava. Ich kann boxen mit der linken Maustaste und auch mit der rechten. Ich kann springen mit leer und WASD ganz normal steuern. Und mit, mit Tab können wir auf jeden Fall in der Außenperspektive schalten. Ich laufe mal nicht durch die Lava. Anto scheint ein anderer Spieler zu sein, der nicht weiß, wo er hin soll, genauso wie ich. Da. Läuft super flüssig. Mega flüssig sogar. Dachte, das hätte mehr Grafikanforderungen. Holomax. Gefangene Spieler in einer Höhle. Noch nicht weit gekommen. Oh, er bewegt sich. Holomax, warte. Okay. Die erste Kommunikation ist getroffen. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist immer schade an solchen Spielen. Wir haben auf der Karte auch keine Markierung da oben. Also was ist auf der Karte? Auf den Kompass. Wir haben da Kristalle. Okay, ich gehe durch das Tor durch. Das kann nur richtig sein. Raus aus der Höhle. Raincourt. Safe Zone. Könnte man die Außenperspektive schalten. Und wir sehen, der läuft sehr seltsam. Und eine Runde baden gehen. Er springt auch seltsam. Okay. Das ist ein Spiel, hat noch 100 von 100. Ich habe noch keine Ahnung. Ehrlich, hier ist nirgendwo eine Quest oder irgendeine Aufgabe, die wir machen sollen. Oder übersehe ich irgendwo was? E ist unser Inventar. Zauberbuch. Crafting. Das ist ein Skillbaum, eindeutig. Wir sehen Gunlets. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das sind sowas wie Zauberhandschuhe scheinbar. Wands, Speere oder so. Oder Schwerter. Staffs. Und Melee-Waffen. Ich bin ja in solchen Fällen immer Melee-Fan. Hier haben wir noch mehr.
Also Items, die wir, ach du Jemini, das ist ein Durcheinander. Strukturen und Spells, also verschiedene Zauber. Kann ich hier denn irgendwie aktivieren? Learn. Naja, ich kann auch nichts machen, ich habe nichts gemacht. Gut, auf geht's. Wie gesagt, die erste Eindrücke der Testzone. Manche Spiele mache ich halt so, da mache ich das wirklich. Okay, es scheint kraftvoll zu sein. Da spiele ich das wirklich zum ersten Mal und will damit dann einfach vermitteln, wie einsteigerfreundlich das ist. Für einen mittelständischen, ganz normalen Menschen. Ich bin zwar hochintelligent, aber nein, Quatsch. So, also wir sind durch diesen. Wow. Das scheint definitiv die Safe Zone zu sein. Wir sind nicht mehr in der Safe Zone. Und das ist die offene Welt. Eine sehr matschige Textur, der Himmel. Okay, ein Baumprügeln macht schon Spaß, aber nicht viel Sinn. Also wir werden absolut gar nicht an die Hand genommen. Hier war aber irgendwas. Pickup. Okay, das sind die Pflanzen, die haben wir im Tooltip gelesen. Und ein Wood. Okay, damit werden wir craften können. Also Pilz. Wow, der sieht aber von nahen sehr krass aus. Okay. Anderer Spieler. Der vielleicht doch weiß, was er mal machen soll. Und hier liegt ein dicker Brocken mitten auf dem Weg. Kein gutes Zeichen. Oh, ich laufe ein bisschen Wasser. Warum auch nicht. So, was haben wir denn für Anzeigen? Da oben haben wir eine Lebenssicht. Wow, das war irgendein Levelaufstieg. Einfach so. Mit K dürfen wir jetzt Punkte vergeben. Eindeutig. Ich liebe Feuerzauber. Ein Feuerball. Den darf ich ja schon. Oh, rechte Maustaste. Zwei Punkte haben wir noch. Mana Blast. Okay, jetzt hätte ich ja wahrscheinlich woanders auch noch Punkte geben können. Ne? Wäre schlauer gewesen. So, jetzt habe ich mir den Feuerball gegeben. Mit C haben wir unser Inventar. Wir haben das gerade gesammelt. Drop Item und Esses. Okay, jetzt habe ich mal eine Beere gegessen. Warum auch nicht? Wir laufen trotzdem weiter Richtung Wasser und gucken uns in meinem um. Press Enter to chat. Okay, ansonsten haben wir oben einen Kompass. Rechts haben wir eine Uhrzeit. Wir haben natürlich, habe ich mal wieder die Nacht erwischt. Es ist so typisch bei mir, aber dafür sehen wir gleich wahrscheinlich einen wunderschönen Sonnenaufgang. Die Grafik gefällt mir, auf jeden Fall. Ist nicht so wie bei den Screenshots, also sowas von mega geil, aber absolut ausreichend. Wir springen auch sehr seltsam. Also rechte Maustaste, so wie linke, macht er dasselbe. Huh. Kurz bevor ich E gedrückt habe, waren die weg. Oder habe ich sie jetzt gesammelt? Nö, seht ihr? Ich habe sie nur angeguckt, da waren sie weg. Okay. Das Ganze, wie gesagt, heute gerade eben erst erschienen. Die ersten Streams laufen. Ich lade es tatsächlich sogar mal abends hoch. Ich sammle mal ein bisschen Holz mit ein. Es gibt sogar Erfahrungspunkte. Mal 10 EPs sehe ich gerade. Oder XPs. Was heißt eigentlich XP? X-Erfahrungspunkte? Machen wir unsere ersten Erfahrungen in diesem wunderbaren Spiel. Hoffentlich wunderbaren Spiel. Ich level erstmal bis Level 100 jetzt. So, der Stein. Auch meiner. So, er läuft unglaublich flüssig, muss ich ja sagen. Und wir haben es tatsächlich. Ich kann mal gucken, ob ich es zeigen darf. Grafik. Epic, ne? Also. Der Blumen mag ich eigentlich nicht so, aber das fällt jetzt gerade so nicht ins Gewicht. Also, wir haben eigentlich. Ups, okay. Alles auf episch und es läuft tadellos und mein Rechner ist das halt auch nicht mehr der neueste mit einer 980 GTX. Was habe ich denn das am Holz, ey? 25. Wir müssen mal gucken, was wir craften dürfen, ne? Komm, Pilze, jetzt darf ich euch aber sammeln. Ne? Ja, erwischt. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was gesammelt. Ein Runenkristall, oh. Das sollte ich schon immer mal haben. So, Crafting haben wir gar nichts angezeigt. Doch, Cloth, Leder, Iron Ingot, okay. Was ist das? Use Grand Taming Scrolls, okay. Das dürfte ich aus Holz herstellen, sieht aus wie Papier. Und Barren. Naja, ich denke mal, dass wir da ordentlich lernen müssen. Dann klappt das Ganze. Oh, guck mal, ich habe einen Punkt zu vergeben. Ich gebe mir mal einen mehr auf Damage. So, oder zwei mehr. Also 12 hat er gegeben.
So, ich laufe am Strand lang. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Einfach nur blind rumlaufen jetzt so. Das ist ein bisschen langweilig. So eine Art Startquest wäre es was Feines, ne? Gehe ich schwer davon aus, dass es auch bald kommen wird. Ne, brauchst du wahrscheinlich eine Spitzhacke oder so. Wir können ja mal gucken. Nochmal in Crafting. Also ist die Außenperspektive ungewohnt, die Steuerung. Sortieren. Da, Weapons. Ich habe noch keine Waffe. Spells. Als Waffe vielleicht? Nein. Vielleicht mal Doppelklick. Rechtsklick. Ein Mana Blast. Also es macht Damage. Wir sind 12 bis 7. Also da würde Sinn machen, wenn ich ihn da drauf packe, ne? Seht ihr? Aber es geht nicht. Was hat er? Item nicht existiert nicht? Auch nicht. Arcane Missile auch nicht. Ich probiere mich noch mal ein bisschen um. Ich würde verdammt gerne diesen Feuerball schießen. Aber da fehlt bestimmt dieser Handschuh. Ne? Das, da gehe ich mal von aus. Okay, wir leveln noch ein bisschen und dann gucken wir mal. Wie gesagt, das läuft aber super, super, super flüssig. Bin ganz zufrieden mit. Hab so ein bisschen Angst gehabt beim Epic-Einstellung, aber es läuft. Aber das Einzige, vielleicht habe ich es verpeilt. Aber es sah nicht so aus, als ob da eine Aufgabe gab, die uns das Spiel so ein bisschen näher bringen soll oder uns erzählt, was wir machen sollen. Ne? Blümchen, also es gibt eine Menge Items. Da diese Mana-Kristalle oder wie auch immer die heißen, verschwinden manchmal einfach vor deiner Nase. Wir sind mitten im Wald. Mit M haben wir eine Map. Aha, guckt euch das an. Safe Zone, da kommen wir her. Neutral Asset Pool. Enemy Camp. Okay, hier haben wir noch einen kleinen Hinweis, was wo ist. Und dann können wir einfach reisen. Wir reisen einfach mal. Die Map scheint verdammt groß zu sein. So. Ich kann immer noch keine Feuerbälle schießen. Verflucht. Hüpf. Okay, Bär verfolgt mich. Mein erster Kontakt mit einem Gegner. Das ist Safe Zone. Juhu. Irgendwas muss doch in der Safe Zone geben. Kann nicht sein, dass er kein... Oh, oh. Fallschaden. Unter Wasser. Wir verlieren Luft. Und der dicke Bär kommt nicht hinterher. Ja, wunderschön. Na, wunderbar, dass wir auch wieder Nacht haben. Ne? Also das freut mich jetzt mal wieder richtig. Aber ist egal. Ich könnte, egal wann ich will, ein Video starten. You know, Strukturpacks, Unlock. Skilltree in Windows, okay. Ach, guck mal hier. Achso, nee, das war schon dabei. Wir haben wieder 0 Punkte, logisch. Hab ja alle verpulvert. Invite. Okay, das sind die anderen Spieler. Cool. So. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos, was man so machen muss. Also ich liebe es, sowas auch selber zu erforschen. Natürlich ist so eine Startquest was Feines. Ne? Wir haben auch jetzt 4 Uhr Nachmittag. Und Musik ist super. 4 Uhr Nachmittag, 4 Uhr Nacht. So, wir sind wieder drinnen in der Safe Zone. Schauen uns nochmal um. Torso, Head, Weapons. Ja, wir haben schon ein bisschen was gesammelt. Also wir waren schon erfolgreich. Ne? Strukturen. Wo hätte ich denn den Punkt vergeben können? Hier vielleicht irgendwo. Let learn. Das wäre es gewesen. Das sind wahrscheinlich die Zauberhände, wette ich mit. Also müssen wir irgendwie leveln. Wie sieht es mit unserem Levelbereich aus? Oh, 20,8 Kilo schleppen wir schon. Heftig. Wann das nächste Level kommt, ich kann es nicht sagen. Das erste kam ja ziemlich fix. Also das sammeln wir noch ein bisschen. Hab's ich natürlich verkackt, ne, weil ich die Punkte alle in den Zauber reingepackt habe.
will diesen riesigen Pilz essen. Da unten ist der Balken, ich sehe ihn. 43%, er ist 8, du Jemine. Da können wir wieder am Strand latschen. Hier sieht irgendwie alles aus wie Holz, was man sammeln darf. Oh, was sagt er da unten? Oh, es geht aber schnell. Also es sind natürlich die ersten Level. Die gehen natürlich super schnell. Dann hole ich mir doch mal die Erfahrungspunkte. Was hoffe ich, kann das Spiel ja nicht nochmal von vorne starten. Der 13. Spiel existiert ja jetzt. Stone. 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 Ich weiß nicht, was das ist. Oh ja, ich habe doch gesagt, die Sonne geht auf. Ach ja, genießen was. Ich finde die Musik genial. So. Ja, man levelt ja mit Sammeln. Das ist ja schon mal super. Muss ich mich hier gleich mit jemandem anlegen? Nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Positiver Effekt. Wir haben dazu ja noch mehr Material gesammelt, was wir bestimmt gleich brauchen können. Für den Bau. So, ich gehe mal in der Richtung. Wow. So, wow. Es gibt ja 15 EPs. Für den Stein. Für die gibt es 10. Okay. Für Steine sind einfach besser als Holz. War schon immer so. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab hier. Jetzt leveln wir. Man kann sehr schnell sammeln. Oh, ich trage zu viel. Das ist natürlich sehr doof, denn werfen wir mal Steine raus. Und wir hinterlassen ein Säckchen. Ganz klassisch. So. Gibt es denn wohl eine Hunger- und Durstanzeige? Das Crafting ist ziemlich natürlich auch noch. Das wollen wir natürlich heute auch noch mal durchgehen. So, gleich gelevelt. Und man wird eigentlich ziemlich in Frieden gelassen. Finde ich ganz angenehm für den Start. Das kennen wir von anderen Spielen anders. Da wird man nicht so wirklich... Oh, da war ein Leck. Nicht so wirklich in Frieden gelassen. So, gleich gibt's Level Up. Und gucken wir mal, wo wir unsere Punkte investieren. Also ich konnte jetzt kein Tutorial aktivieren oder ich habe jetzt auch keins gesehen im Start. Boom. Ich bin Level 3. Wunderschön. Gut, dann Punkte investieren. So. Ich muss das erzählen, mit der rechten Maustaste drauf. Da hätte ich ja nie in meinem Leben mitgerechnet. Aber das wird wahrscheinlich genau das sein, was ich brauche. Ne, ihr könnt es auch lesen, aber ich bin zu schlecht in Englisch. Dann könnten wir noch Heiltränke, Mana oder Lebensenergie. Strukturen. Gut. Ich mache mal eine Struktur. Oh, Thron haben wir schon. Und Zauber. Okay. You have unlocked a new blueprint pack. Press B to open blueprint menu. Okay, ach du Jemini. Das ist das Crafting. Also ich habe ja Holz in der Tasche. Und ich baue mal einfach ganz wild. Solange es grün ist, kann ich bauen. Und sonst rot habe ich kein Material mehr. Oh, das ist aber kompliziert. Hier werden so eine Pfeile, okay. Jetzt habe ich so eine mega hohe Plattform gebaut. Und jeder darf bauen, wo er will. Das ist schon interessant. So, jetzt aber die Zauber. Ich möchte gerne Feuerbälle schießen. Hallo. Ich will Feuerbälle schießen. So, im Whites. Nein, Gottes Willen. Oh, tamed Kreaturen. Also gezähmte Kreaturen. Geben wir uns mal ein bisschen was auf Lebensenergie. 120 haben wir dann. Sehr schön. Also ich habe gesehen, wie der liebe Hirnstutzen verfluchten Zauberstab in der Hand hielt. Das muss ich rausfinden, wie der gebaut werden muss. Also an Holz mangelt es hier nicht. So viel steht fest. Ich stelle mir hier gerade die Rezepte so im Kopf vor. So. Crafting. Also ich komme da nicht so ganz klar. Wir könnten hier das hier herstellen. Ich mach mal eins.
Oh, das gibt 75 EPs, XPs, heftig. Bei Weapons. Ah, das sind die Handschuhe, seht ihr? Es fehlt Yellow Pine. Eine gelbe Pflanze. So, ich sammle mal weiter fleißig ein. Was Gelbes. Such was Gelbes, Timmer. Yellow Pine. Wow, sieht echt gut aus. Okay, das ist wahrscheinlich dieses... Wo ist die Karte? Wo bin ich? Das hier? Nö, ne? Da. Das Enemy Camp. Gott sei Dank kamen die einen niedrigen Akro-Radius, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich des Todes. Was ist kein Yellow? Da. Ne, das sind Pilze. Yellow Pine. Da verschwindet einfach der Lümmel. Kurz bevor ich ankomme. Es ist wie, als ob man ohne Gedächtnis wach wird und zusehen muss, dass man irgendwas findet. Interessant, ne? Also mein Standort ist aktuell der da. Ich laufe direkt zu diesem Natural Asset Pool hin. Und da hinten ist das Kraftfeld wieder, ne? Also unser Safe Zone. Und wenn ich jetzt überlege, hat der Entwickler das bestimmt nicht allzu schwer versteckt, um einen Wolf. Ich glaube nicht. Mir fehlt halt tatsächlich die Startquest. Das ist Shadow Cape. Rot gibt bestimmt Lebensenergie wieder. Hallo. Ein wilder Elk. Yellow Pine. Oh, das Wasser schön aus. Nein. Also Blumen stört doch ein bisschen. Das ist Blue Pine oder was? Was ist denn? Ich muss noch mal gucken. Weapons. Das kann ich ja nicht draufklicken. Also seltsam. Den will ich schießen. Komm. Gib mir die Macht. Toggle. Ach da. Wir sind hier bei Inventory. Ist klar, da kann er noch nichts machen, weil er es nicht hat. Okay. Es fehlt eine einzige Yellow Pine. Found the source in südlichen Wald of the World. Fibers which we can use to craft cloth. Okay. Südlich. Da gehe ich gerade hin. Ich gehe tatsächlich gerade südlich. Es war ein reiner Zufall. Wow. Also wer hier Stöcker nicht findet, der hat was falsch gemacht. Man schwebt immer so ein bisschen, ne? Aber ich glaube, vom Rauschen hört sich das so, was so sein soll. So. Oh, da laufe ich auf was Gelbem zu. Sieht nach Erfolg aus. Yellow Pine. Oh, hat es genommen. Oder hat das... Oh nein. Er hat es nicht genommen. Es ist wieder vor meiner Nase verschwunden. Wie gemein. Warum gerade die? Okay, wir finden bestimmt noch eine. Dein. Wow, das sieht aus wie der Jagdsimulator. Was ist das denn? Das ist ein Stein, oder? So. Komm, bitte lass mich sie sammeln. Nicht verschwinden. Ach, hier sind zwei. So, Yellow Pine. Wir haben eine gefunden. Sehr schön. Und wenn wir jetzt auf I gehen und auf Crafting, mache ich mir diesen Handschuh. Bin mal gespannt, ob ich da richtig lag, dass wir damit dann zaubern können. Inventar. Da, auf G. Okay, das sind einfach nur Schlaghandschuhe oder sowas. Wie kriege ich meine Feuerwelle? Nein. Oder? Wildebane Glows. Das sind halt einfach nur Prügelhandschuhe. Ich habe einfach nur Prügelhandschuhe gebaut. Wunderbar.
Also richtig schlau werde ich gerade nicht aus dem Spiel, muss ich einfach mal sagen. Da kommen die verschwinden einfach. Die fiesen Pflanzen. Wenn ich jetzt einfach nur blind durch die Gegend laufen und Sachen basteln, macht ja irgendwie keinen Sinn, ne? Also ich muss ja schon irgendwas rausfinden. Wenigstens mal mit den Tierfetzen oder so. Aber dieser riesige Pilz. So, Rechner gibt noch Vollgas, höre ich gerade. Bücken. Also da läuft ein Bär. Nee, komm. Wir boxen das jetzt mit dem. Komme, was wolle. Komm her. Ich hab die Handschuhe an. Okay. Den habe ich fertig gemacht, ne? Aber wir brauchen noch 62 von 120. Ein Pelz. Nein, close. Take all. Take all alles ein. So. Explore. Ja, das steht da so. Was bist denn du? Okay, man stirbt doch sehr schnell. Was war er denn? Hölle, Hölle. Okay, respawn. Das wäre ganz interessant. Vielleicht können wir da... Haben wir da wirklich was übersehen? Das kann nicht sein. Spawn hier. So, da sind wir wieder in dieser wunderbaren Höhle. Aber wir haben unsere Handschuhe noch. Sehr cool. Natürlich auch unser alter Zauber. Und da geht's lang. Und hier geht's zu den anderen Lava-Becken, nenne ich es mal. Wo wir auch einfach durchlaufen können. Ja, man muss ja experimentieren. So. Und es gibt tatsächlich einfach nur einen Ausgang momentan. Das Spiel kostet 18,39 €. Ist noch reduziert. Press E to open inventory. Was soll ich mal Proceed oder oben? Hier kann ich equip. Also ein Charakter, kannst du ein Food von. Okay, ich dachte, er sagt mir wegen den Steinen hier. Ach, das sind Infosteine. Jetzt guckt euch das an. Dann muss man erstmal drauf kommen. Press K to Knowledge Table. You can learn new skills, spells and receipts. Da. Haben wir ja schon gemacht, ne? Also, soweit kamen wir tatsächlich selber. Ach so. Press O to Crafting Menü. Haben wir auch schon kennengelernt, ne? Wir können Stoff herstellen aus diesen Yellow Pines, Leder und sowas. Okay. Press P to Spellbook. Zauberbuch. Wrong Weapon Tube. Ich weiß aber nicht, wie man den equipt. Das ist noch so eine... Ach, guck mal hier. Also den dürfen wir da tatsächlich Typ All Staff. Ach so. Typ Wand. Gut. Also hier haben wir jetzt den Mana Blast mit drauf auf den Handschuh. Ah. Das weiß ich aber nicht wegen diesen doofen leuchtenden Steinen. Das weiß ich jetzt so. Ich selber rausgefunden. Okay. Das sieht sehr cool aus. Also diese Handschuhe equippen dann sozusagen den Zauber. Ohne Handschuhe kein Zauber. Okay. Das wäre jetzt aber sehr gefährlich, da im Wald. Wir haben auch keine Ausdauer, wir haben keinen Hunger. Da oben haben wir Mana, 75 von 100 noch. Ich nenne es mal Mana. Und das erfrischt sich irgendwie nicht, ne? Also ich denke mal, dass die blauen Pflanzen dieses Mana geben und die roten Lebensenergie. Muss halt sehr vorsichtig sein, haben wir jetzt gemerkt. Aber ich will trotzdem diesen komischen hässlichen Kind nicht fertig machen. Wir sind im Startgebiet. Können nicht so schwer sein. So. Ich hoffe, die verlieren sowas wie Rezepte und so. Noch ein ratloser Spieler. Und nein, der Zauberstab. Ich tue dir nichts. Ich will dir auch gar nichts tun. Verliert er überhaupt HP? Nein. Litter? Wieso hast du einen Stab und ich nicht? Ich habe nur so doofe Handschuhe. Okay, komm. Wir bleiben mal still. 120. Gandulf.
Naja, man muss ja mal alles ausprobieren. Das ist Testzone. So. Meine Mana ist zu nahe gegangen, weil ich jetzt diesen Spaß gemacht habe. Jetzt müssen wir so eine blaue Pflanze finden. Wenn hier rote ist, gibt es wahrscheinlich Lebensenergie. Rechtsklick rein. Nee. Oh, was hat denn jetzt gemacht? Also jetzt können wir nur boxen mit der rechten Hand. Mit der linken machen wir den Mana-Spell. Oder Blast. Oh, man kann verdammt schnell sammeln. Jetzt suche ich noch eine blaue Pflanze. Also ich brauche ein bisschen Mana. Wie soll ich denn Mana regenerieren hier? Habe ich vielleicht noch ein Pünktchen zu vergeben? Ja, wir hatten ja hier bei Spells und bei Items, Unities, Struktur, Stone. Da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz gucken. Das sind einfach nur die Zauber, die wir drauflegen können. Items. Hier, Staff. Das sind Zauberstäbe. Jetzt weiß ich, was Staffs ist. Wenn wir den als nächstes freischalten, dann haben wir dann die Möglichkeit, Zauberstäbe zu machen. Und, nee, hier, Wands, ne? Oder wie das heißt. Das scheint man Zauber. Ich habe jetzt mich dummerweise für die Hände entschlossen. Oder man entscheidet sich dann halt für Melee-Sachen. Bis krasse Stufe 60. Und hier ist dann natürlich die Kleidung. Und hier sind zusätzliche Sachen wie Ringe, Zauberringe und sowas. Auch geil. Super. Aber meine Mana regeneriert sich nicht von allein. Da muss man intelligent. Komm, wir töten den. Mal gucken, was der Spell ja bei dem aus. Also der Zauber bei dem auslöst. Und fetz! Wow, gar nichts. Oh, oh, oh. Ich habe gerade nicht genug Mana. Oh. Oh. Okay, ich habe rote Pflanzen. Ich habe rote Pflanzen. Okay. Es hat einen Cooldown. Nee, hat nicht. Ja, die gibt es auf jeden Fall HP wieder. Da kann man wahrscheinlich Rezepte lernen, ordentliche. Und das ist eine blaue Pflanze. Ghost. Geisterpflanze, die gibt Mana wieder. Überraschung. Wer hätte das gedacht? Simpel. Aber dennoch fehlt mir irgendwie eine Story, ne? Also, dass wir jetzt wissen, was wir machen sollen. Hoppla. Jetzt habe ich meine ganze Mana wieder verpulvert. Super. Also, so das, man hat das Gefühl, man soll jetzt einfach nur rumlaufen und gucken. Genießt das Spiel. Töte Gegner, wird besser. Aber es gibt natürlich auch sowas wie Instanzen und sowas, wenn ich das richtig verstanden habe. Spezielle Gebiete und, wo man dann nicht einfach so hinrennen kann, wie wir jetzt gerade, obwohl so richtig hinrennen darf ich ja auch nicht, ne? So, jetzt darf ich nichts sammeln. Ich verschwinde mir da von meiner Nase die Sachen. Da. Trotzdem verliert man sich in solchen Spielen immer ganz gerne. Das scheint ein PvE-Server zu sein. Wo ist denn jetzt hingerannt, der Typ? Hier. Wow, Level 4. Und die anderen Pflanzen sind alle wieder weg. Wo ist er hin? Ich hab dich gesehen. So, man verliert halt alle Items, die man in der Tasche trägt. Oh, durch den Level haben wir schon. Oh Mist. Okay, wir haben mal wieder ein Pünktchen freigeschaltet. Wunderschön. Da könnten wir tatsächlich den Zauberstab mal nehmen. Der interessiert mich irgendwie am meisten wegen Harry Potter. Wir haben noch einen Punkt frei. Wir könnten uns einen Hut machen. Da kommt eine Robe. Das ist ja auch ganz interessant. Und wir haben natürlich noch ein Attribut. Oh, 120 Mana. Okay. Was kostet mir denn jetzt ein schöner Zauberstab? Crafting? Da. Salomon's Wand. Kostet ein Runenkristall und ein bisschen Holz. Okay, Runenkristalle müssten eigentlich überall hier rumwachsen, ne? Ich bin nur im falschen Gebiet, glaube ich. Die gab es da hinten, aber ich habe keinen Bock, so weit zu latschen. Oh, du? Nein, gemein. Ich schätze mal, weil der hat jetzt keine weite Power mit seiner Zauberkram hier. Das ist einer zum Sammeln. Nein! Den kann er nicht nehmen. Du? Oh nein! Die verschwinden wieder einfach. Das ist natürlich mega buggy so. Aber es gibt auf jeden Fall Steine. Das ist schon mal gut. Guck mal, hier ist einer verstorben. Was hast du denn Schönes gesammelt?
Ne. Egal, wer sie hier verloren hat, ist meins. So, guck mal an. Ach so, das ist die Startklamotte. Okay, hab mich gesagt, weg damit. Das ist ganz normal. Crafting. Wir brauchen noch ein Holz. Oh nein, ich finde niemals Holz. So. Und dann bauen wir unseren ersten Zauberstab. Ist für die Testzone alles. Das wäre ich natürlich schon längst durch. Hätte ich schon längst durchgespielt. So. Equippen. Ja, wir hatten den tatsächlich. Aber wo? Ups. Nein, 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 nein. Abbrechen. Abbrechen. Er kann es nicht abbrechen. Okay. Wildwood. Wir sind im Wildwood. Sehr schön. Jetzt habe ich den Zauberstab, aber weiß nicht, wo der ist. I. 8 Damage. Equipped, sagt er. Hier können wir noch so ein Amulett oder einen Ring hier machen. Zaubertränke. Was für die Füße, was für den Kopf. Wir laufen halt auch im Lumpen rum. Aber... Mit G wechseln war die Waffe. Er schlägt damit. Ist das denn ernst? Okay, ich habe eine Idee. Mein Inventar. Der Zauberstab selber hat mit Sicherheit auch wieder so einen Slot wie die Handschuhe. Jetzt an einen Spieler, wo habe ich das denn gerade gemacht? Zauber, Zauber, Zauber da. Das sind die Handschuhe. Okay. Aber mir fehlt trotzdem noch der. Jetzt darf ich den nicht mehr reinmachen. Hä? Achso, dafür muss ich sie. Ich muss sie wahrscheinlich angezogen haben. Wie soll man denn da selber alles drauf kommen? So, angezogen. Da ist er jetzt drin. Geht nicht. Oh, hier darf ich aber immerhin beide Zauber reinmachen. Dafür ist er gut. Okay. Ab unter Wasser. Also haben wir schon mal einen Zauberstab. A la Harry Potter. Und erkunden so ein bisschen die Welt. Oh, habt ihr gesehen, die Blumen verschwinden einfach. Das ist so eine fiese Matente. Oh Gott. Kommst du überhaupt her, dieser Wolf? Okay, den haben wir gelegt. Wuffi. Wuffi, hau ab. Wuffi kann ja nicht schwimmen. Ich bin nicht unter Wasser. Stimmt nicht. Okay. Wolf kann tatsächlich nicht schwimmen. Ich habe mir den Arsch gerettet. Puh. HP. Ganz schön Schaden gemacht, der Stab, ne? Aber Wolfi läuft da oben rum. Okay, dann können wir mal gucken, was wir... Unsere Beute abholen. Heid. Wunderschönes Leder. In der Stufe 2. In Qualität... Okay, die Wild... Oh, die wird schon wieder dunkel. Die wilden Wälder sind ganz schön gefährlich. Das sieht nicht nach einem Spieler aus. Aber hier ist alles schön bewachsen. Ich darf es auch oft, sondern wie nett. Habe ich ein Level gemacht? Nee, ne? Nee, würde mir sagen. Also, da würde ich doch gerne lernen, Mana-Heiltränke herzustellen oder Lebensenergie halt. Oh, und dann kann man am Ende richtig gute herstellen. Und Zauber, okay. Da sind wir nicht wirklich weit gekommen bis jetzt, ne? Alles klar. Dann essen wir mal. Das geht bestimmt einfacher. Auf R jetzt. Okay. Das sind halt die billigste Sachen, die wir haben, ne? So. Steht da in die ganze Zeit Yellow Pine. Ich schätze, keine Zeit an, nee, ne?
Das brauchen wir, um Stoff herzustellen. Das weiß ich ja mittlerweile. So. Ich fühle mich hier fast nicht wohl. Wo ist der Typ? Typ? Da. Was bist du? Böse? Ach, ein Untoter. Headshot. Oh, ist er stark. Aber wir nicht. Einer noch, komm. Boah, 87 Erfahrungspunkte. Looten. Bones, Cloth und oh, dunkle Essenz. Die habe ich schon gesehen. Die ist für irgendwas super wichtig. Und die verlieren wir natürlich jetzt, wenn wir sterben. Wo ist denn meine dunkle Essenz da? Okay, was dürfen wir dann machen? Weiß ja nicht, Crafting hier. Dürfen wir jetzt Stoff herstellen? Na, es gibt auch immer Erfahrungspunkte. Na, wir dürfen Leder herstellen. Macht aber nicht, warum auch immer, weiß der Geier. Okay, und besserer Stoff, aber er macht's nicht. Irgendwas scheint mir zu fehlen. Na, hier brauchst du die schwarze Essenz. Okay. Cool. Heads. Dann machen wir uns nochmal den Kopf. Wir entwickeln uns weiter. Ist doch nicht. Ist ja wunderherrlich. Zap. Jetzt habe ich so einen komischen Hut auf. Wie sehe ich denn aus? Huh. Okay. Er läuft ultra seltsam. Oh. Komm, Harry Potter, lauf. So, ja, sammelt Sachen, macht Sachen. Aber man hat nicht so wirklich ein Ziel. Momentan. Also mir fehlt das Ziel komplett. Also ich weiß überhaupt nicht. Irgendwie passt ihm was nicht. Das Wasser, wa? Würde Sinn machen, dass das giftig war oder so. Okay. Jetzt mal gucken, was zum Pilzken bringt. Magic Mushroom. So, die durfte ich auch sammeln. Und habe sie jetzt hier. Und die geben 10 Mana, okay. Aber auch nur Mana. Irgendwie versuchen zu erfrischen hier. Das ist ja furchtbar. Also ganz schnell sollte man lernen, Heiltränke herzustellen. Das wird Sinn machen. 100 Leben für... Ja, guck mal, in 5 Sekunden, das ist ja super. Na, hier gibt es dann 200, 240 und das letzte gibt 800. Ach du Jemine, mit Mana. Regeneriert 800 Mana? Wieso das denn? Da haben sie mich schon vertippt. Warum sollte er denn Lebensenergie Mana geben? Okay. Hier haben wir Zauberrollen. Boah, geil. Aber erst ab Stufe 15. Ja, Heidewitzka. Was bist du? Brooms. Und Flying Essence. Boah, was? Of the Wings. Oh, geil. Fliegen. Super. So, ich würde jetzt gerne noch... Was läuft da oben rum? Furchtbares. Da ist... Wo ist denn jetzt hier die Safe Zone? Karte ist auch sehr unübersichtlich. Das ist die Safe Zone. Oh, wir sind ganz schön weit gelatscht und sind nur einmal gestorben. Nicht schlecht. How to talk in game. Ne, V ist schlagen. Oh nein, Mann, ist meine Mana wieder verpulvert. Muss mal aufpassen. Mountain Giant, also ein Berggigant. Aha. Ich hau ab. Also grafisch sehr schön. Press C. Oh nein. Ich mache auch noch, was er da schreibt. Wie doof. Oh, sieht interessant aus. Aber die folgen eigentlich lange. Das finde ich sehr angenehm. Also man entkommt. Das ist nicht in jedem Spiel so normal. Okay, was habe ich hier entdeckt?
Der Baum wird irgendwie beschlag... Ach, hier baut jemand fleißig. Hallo. Das ist das weltweite Zeichen für Hallo. Jetzt hast du dich eingebaut? Ernsthaft? Du hast keine Tür, Kollege. Also ihr seht, das Baum von Gebäude ist auch drin. Haben wir ja anfangs mal gemacht, ganz kurz. Und er holt sich die Bäume so, das ist ja irre. Das Material. Also er ist schon ein bisschen weiter, als ich würde sagen. Schön, wenn man sowas sieht, auch für die andere dann funktioniert. Das ist der erste Tag des Spiels, also nicht schimpfen, wenn irgendwas laggt oder buggt oder so. Das ist ganz normal. Ansonsten ist es mir noch ein bisschen unheimlich, dass man absolut keinen Hilfepunkt kriegt. Oder eine Info, was man so wirklich treiben soll. Das wäre jetzt sehr praktisch gewesen. Aber wie ihr seht, kommt man ja selber drauf, so grob, ne? Und, funktioniert das bei ihm auch? Nein. Das Zeichen für Frieden in Spiele. Einfach hüpfen. Da läuft noch einer rum. Also es ist scheinbar mehr Nacht als Tag wieder mal. Oh, verdammt, warum? So. Der Hirsch. Nein, Elk ist es ja. Verschiedene Ressourcen sammeln und und. Ein paar Tipps haben wir ja bekommen durch diese leuchtenden Steine. Die habe ich ja beim zweiten Mal wiederbeleben dann rausgefunden. Und ich kann nicht, wie viel nicht in den Tod springen. Das wäre blöd. Kann es loslegen, diese ganze Welt hier zu entdecken. Stellt mir fast spannend vor. Deswegen sage ich an der Stelle, danke fürs Zusehen. Also man kann hier Gebäude bauen, habt ihr auch gesehen bei dem Kollegen gerade. Wir haben verschiedene Zauber freigeschaltet, die man in verschiedenen Waffen setzen kann. Ne, wie den Handschuhen, den Zauberstab. Und was gab es da noch Schönes? Staff of Forest. Wird wahrscheinlich sowas wie ein großer Zauberstab sein. Ja, so ein Kampfstab oder sowas. Und Melee-Waffen. So wie Kleidung, die wir auch freischalten können. Man braucht halt sehr viele Punkte, ne? Dann gibt es Strukturen, wie Wände und sowas, die man hier freischalten muss, ne? Stairs und so. Ornate Trim Pack. Wow. Also gibt es wahrscheinlich mal, was ein Pack ist, mehrere Sachen gleichzeitig. Eine Wood Pack hier, Stair Pack. Wäre doof, wenn man jede Treppe einzeln freischalten müsste. Torch und sowas. Sehr cool. Ne? Respawn Stone, sowas zum Beispiel. Geil. Truhen. Also eine Menge. Und natürlich auch ein Batzen von Zaubern, worum es hier hauptsächlich geht mit unserem Zauberstab. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen in das Spiel. Lässt einen Anfang ziemlich allein stehen, aber ich denke mal, wenn man so ein bisschen rumgezockt hat, dann hat man auch seinen Spaß. Kommt ja auch noch mehr dazu, ne? Wir gucken uns das Lager nochmal an. Nee, das ist böse. Guck von hier. Ich habe Angst. Bücken sieht außerdem so aus. Bis zur nächsten Folge in der Testzone. Bis dann.